möchte ich euch gerne zeigen, wie man das Maschenbild glatt rechts strickt. Das ist eigentlich die Art, die man am allermeisten beim Stricken verwendet. Ob jetzt bei Hausschuhen, bei Taschen, bei Pullis, könnt ihr alles mitmachen. Und wenn ihr die zwei Maschen haben könnt, rechte Masche und linke Masche, dann könnt ihr schon ganz viel machen. Ich habe nun 20 Maschen gefangen und eine Reihe rechts gestrickt. Jetzt mache ich darüber eine rechte Reihe. So. Rechte Masche, eine Reihe hindurch. Ist jetzt die Reihe über die Maschen, die gefangenen Maschen in rechts. Faden nach vorne, die letzte Masche, wie wir schon gelernt haben, und herumdrehen. Auf der Rückseite seht ihr, das sind linke Maschen. Das Maschenbild verdreht sich immer. Strickt man hinten links, ist sie vorne rechts zu sehen. Strickt man vorne links, ist sie hinten rechts zu sehen. So, jetzt stricke ich linke Maschen. Linke Masche, eine Reihe hindurch, wie wir es vorhin in den anderen Einstellungen gelernt haben. Und gleich seht ihr genau, wie das Strickbild von glatt rechts aussieht. Wir haben links gestrickt, aber vorne zeigt es sich ganz glatt. Deswegen heißt es glatt rechts. Nochmal in Erinnerung, wir stricken vorne eine rechte Reihe und hinten eine linke Reihe. Und haben dann das Maschenbild glatt rechts. Das ist die Vorderseite und das ist die linke Seite. Und so habt ihr wieder ein Stückchen weitergelernt und könnt nun glatt rechts stricken.